Ja, wir sind natürlich schon angefressen, enttäuscht, sauer. Können wir uns was aussuchen? Das Spiel an sich ist zeitweise schon eigentlich so gelaufen, wie wir es uns auch vorgestellt haben. Also nicht jetzt, womit wir gerechnet haben, sondern wie wir es uns vorgestellt haben. Wir kommen ganz gut rein, machen relativ früh das 1-0, waren spielbestimmend, hatten auch immer wieder gute Aktionen, gute Kombinationen, gefährliche so Halbchancen, wo schon mal auch mal einer reingehen kann. Dann fällt so ein bisschen aus dem Nichts das 1-1, natürlich aus einer Situation, die so nicht passieren darf. Dann geht es in die Pause, da muss man uns nochmal schütteln, weil wir natürlich schon auch unsere Favoritenrolle natürlich wissen. Wir machen gleich das 2-1 mit einem super Freistoß von Leroy. Danach ist das Spiel ein bisschen fahrig geworden, der Wind kam noch mehr auf, der Schnee kam dazu. Dann war es echt so ein bisschen kein schönes Fußballspiel. Aber trotzdem hat es natürlich nach einem knappen Sieg für uns ausgesehen. Es ist nicht viel angebrannt und dann hat Kiel mit der letzten Aktion, ja, ich glaube der Innenverteidiger war es, der schon im Strafraum dann sich aufhält, mit dem Lucky Punch machen die das 2-2 und in der Verlängerung war es dann einfach so, dass wir schon gedrückt haben und vor allem in der zweiten Halbzeit der Verlängerung auch ganz klar spieldominant waren, auch gute Aktionen nach vorne hatten, aber einfach den Ball nicht mehr über die Linie gebracht haben. Ja, wenn man im Pokal ausscheidet, dann kann man das auf jeden Fall noch mal zu der Kategorie dazufügen. Wir haben jetzt 2 Spiele in Folge verloren. Das ist natürlich nicht der FC Bayern-like und auch nicht das, was wir gewohnt sind. Und dementsprechend können Sie sich vorstellen, wie es in uns gerade aussieht. Und das müssen wir schleunigst loswerden, in positive Energie umwandeln und Richtung Wochenende einen raushauen. Und dann mehr können wir eh nicht machen.